Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Normalerweise sollte heute ja ein Teamcheck mit Power Ranking kommen. Das Ganze wird ein wenig aufgeschoben auf den Livestream am Samstag. Wir werden das wieder gemeinsam machen, denn ich muss eine ganze Menge neuer Spieler vorstellen. Da sind Trading-Spieler dabei, da sind absolute Top-Spieler dabei für mein Stammteam. Es wird also definitiv interessant werden. Und das machen wir heute einfach mal. Wir stellen die neuen Spieler vor. Wir schauen uns die neuen Spieler an. Ganz kurz noch zu meinen Livestreams. Zweimal in der Woche wird ein OFM-Livestream kommen, der nächste am Samstagabend. Und einmal in der Woche ein Online-Liga-Livestream. Ich möchte ja kein Spiel irgendwie priorisieren oder so. So, meine Freunde. Jetzt schauen wir uns die Neuzugänge mal an und wir starten mit dem rechten Mittelfeldspieler, 17 Jahre, Stärke 5. Am 12. Spieltag habe ich begonnen einzukaufen und ich habe mir erstmal einige 17-5er gekauft. Wir versuchen ja ein 17-5er Trading zu machen, obwohl die Goldgeneration da ist. Die erschweren das Ganze so ein wenig. Die schwächen die Generation 17 natürlich. Die Spieler können nur eine Saison ihr Potenzial entfalten. Und trotzdem haben wir da eingekauft, haben die Spieler auch sehr günstig bekommen. Der schlechteste Einkauf war hier eigentlich der Stürmer für 9,2. Das ist so lala. Alle anderen Preise finde ich hier wirklich gut. 7 Millionen Euro für einen guten RM. 3,5 für einen ganz normalen DM. 8,2 für einen rechten Manndecker. Und 5,6 für einen Linksverteidiger, der Libero war der günstigste mit 800.000 Euro. Wenn man jetzt danach geht, dann fehlt mir nur noch ein Torwart, ein linker Manndecker, ein linker Mittelfeldspieler, ein Rechtsverteidiger und ein ZM. Diese Positionen wären demnach also noch nicht besetzt, aber ich habe einen Torwart und einen linken Manndecker aus meiner Jugend bekommen. Entsprechend habe ich diese Position auch schon eingedeckt. Demnach fehlt also nur noch ein linker Mittelfeldspieler, ein zentraler Mittelfeldspieler und ein Rechtsverteidiger. Die versuche ich heute Abend noch zu bekommen, beziehungsweise würden die dann ja morgen früh in meinen Verein wechseln. Ihr kennt mich, ich bin stinkefaul, also stehe ich morgens nicht auf, um OFM-Spieler zu kaufen. Würde ich niemals machen, selbst wenn ein Decker um 7.10 Uhr klingelt, dann klingelt er halt um 7.10 Uhr. Gar keinen Bock, die 10 Minuten noch früher aufzustehen, beziehungsweise 15 Minuten. Man braucht ja auch noch ein paar Sekunden, um zu bieten. Also das soweit dazu. Stabiles Trading, denke ich mal. Die bringen wir auf 18,7er, haben ja ungefähr 2 Quadrillionen Lager, die wir machen können. Die alten Goldlager, die neuen Goldlager, die Standardlager. Das wird auf jeden Fall eine krasse Saison werden, was die Förderung betrifft. Und das sind ganz stabile Trading-Spieler. Den würde ich jetzt allen so eine 2 geben. Bis auf dem Stürmer denke ich vielleicht eine 3+. Finde ich vollkommen solide. Macht man sicherlich sein Geld mit. Ist aber nicht sonderlich spektakulär. Richtig gut finde ich diese beiden Käufe. Und sowas mache ich normalerweise eher nicht. Ich sage immer, holt euch die Schlüsselposition im gleichen Alter wie das Hauptteam. Denn die Schlüsselpositionen müssen krass sein und meistens ist es halt so, Leute wollen Geld sparen, holen sich einen Keeper ein Jahr jünger, einen Stürmer 2 Jahre jünger, damit sie die dann noch verkaufen können. Dann sind die ein bisschen schwächer als das Stammteam oder gerade so gleich gut und dann macht das für mich nicht wirklich Sinn. Ich habe jetzt genau das Gleiche gemacht, aber diese Spieler sind so gut, dass sie, obwohl sie jünger sind, trotzdem stärker sind als mein Stammteam und dann macht das Ganze auch Sinn. Also ich bringe mein jetzt 30 Jahre altes Team bis zum Ende durch und dann kann ich den Torwart noch verkaufen mit 36 und den Stürmer noch verkaufen mit 35, spare dann noch ein wenig Geld. Also auch aus finanzieller Sicht eine ganz gute Lösung. Wir werden hier Verlust machen, das ist ganz klar. Aber nicht so viel Geld verlieren, wie als würden wir uns jetzt einen 30 Jahre alten Keeper mit Stärke 18 kaufen. Ich denke mal, das ist die bessere Alternative. Richtig schöne Spieler, ich kann sie euch auch nochmal zeigen hier mit den EP-Werten und so weiter. 15.900 EP, 16.100 TP, nicht das beste Verhältnis, aber wir haben ja alle Lager, wir haben diese ganzen Goldlager und wir können daraus einen richtig geilen Stürmer machen, schon fast Stärke 20, ein grandioser Mittelstürmer. Wir haben hier einen etwas schwächeren Keeper. Ich finde ihn trotzdem sehr, sehr gut. Und der kostete mich 187. Ich habe, glaube ich, in einem Livestream gesagt, wir bekommen einen schönen Keeper in der Generation für 170 bis 180. Der ist jetzt sogar noch mal ein Jahr jünger und hat mich 187 gekostet. Ich glaube, da haben wir alles richtig gemacht. Jetzt kam der erste Spieler der neuen Goldgeneration.
Ich habe gesagt, wir warten wahrscheinlich so auf die 60 Millionen Euro teuren Keeper. Da bestand aber ein riesiges Problem. Ich habe so viele Lager zu erledigen, dass ich am 15. Spieltag spätestens mit den Lagern anfangen werde. Und ich habe gesehen, der 13. Spieltag könnte recht günstig werden im Vergleich zum 14. bis 15. Spieltag. Deswegen habe ich da eingekauft, hat mir einfach mein Bauchgefühl gesagt, kann ich euch nicht weiter begründen. War einfach so, ich dachte mir, okay, der 13. Spieltag wird wahrscheinlich zumindest im Vergleich zu den nächsten beiden Tagen recht günstig sein. Das war so meine Einschätzung, der 14. Spieltag wird wahrscheinlich teurer werden, der 15. Spieltag vielleicht gleich. Habe ich einfach mir so überlegt und deswegen habe ich mir hier schon einen Spieler gekauft, der sogar schon ein Lager drauf hatte. Richtig geile Nummer für 86 Millionen. Finde ich wirklich einen guten Preis für den Spieltag und für meinen Plan. Wenn ihr jetzt einkauft und nicht diese ganzen Zusatztage habt, die ich noch habe von vergangenen Tagen, dann kauft nicht für so einen teuren Preis ein. Das ist jetzt wirklich nur für meinen Plan ein guter Preis, weil ich so früh einkaufen muss. Das ist die Begründung dafür. Ich finde ihn klasse. Der hat heute auch massig EP gemacht, schon allein plus 14 extra EP, bedeutet, er muss 42 EP heute gemacht haben, ohne Lager und so weiter. Richtig starker Tag, er spielt natürlich in den Abschlussfriendlies im Sturm. Daraus werden wir einen großartigen Torwart machen und deswegen habe ich gesagt, okay, wir kaufen nicht für 60, wir kaufen für 86. Wir können das ja mit den 60 auch noch gar nicht belegen, das war ja nur so abgeschätzt von mir, vielleicht kann man für 60 einkaufen, vielleicht sogar für 55. Das ist quasi so der Preis, den ich so Mitte der Saison sehe. Und jetzt haben wir für 86 angekauft, ich habe es euch erklärt, weil wir einfach so viel Zeit brauchen, um die ganzen Lager zu machen. Da finde ich den Preis Stand jetzt in Ordnung. Wir haben auch noch einige richtig günstige Spieler bekommen, wie ich finde. Preis-Leistung stimmt hier auf jeden Fall und ist auch nicht nur für meinen Plan sehr gut. Preis-Leistung finde ich hier hervorragend, 55 Millionen Euro. Das ist aktuell ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn wir uns die EP jetzt mal vor 5 Saisons angeschaut hätten, hätten wir gesagt, nee, niemals für 55. Aktuell wird das gezahlt, man kommt nicht runter und deswegen ist das in Ordnung. Also für die Blase ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In vergangenen Tagen hätte ich gesagt, mittelmäßiger Spieler, fairer Preis. Ganz in Ordnung. Hätten wir vielleicht mitgenommen, wenn wir nichts Besseres gefunden hätten. So sage ich, sogar ein richtig guter Spieler. Und das gilt für die alle. Die anderen haben etwas mehr TP, deswegen waren die auch teurer. Sind solide Keeper für den Preis. Was Besseres bekommt man aus meiner Sicht aktuell nicht. Hier muss ich sagen, für die Generation 21 hier ein sehr schöner Keeper für den Preis. 20 Millionen für einen Keeper mit einem ganz guten EPTB-Verhältnis kann man sich nicht beschweren. Kann man sicherlich was draus machen und den teurer weiterverkaufen. Auch ein guter Einkauf für die aktuelle Zeit, für die aktuell doch sehr teure Zeit. Gerade für Neulinge beim Trading glaube ich aktuell ziemlich nervig hier reinzukommen. Früher war das viel leichter, mittlerweile doch recht schwierig hier geworden. Gerade wenn man, sage ich jetzt mal so 200 Millionen hat, ein sehr schwieriges Budget am Anfang. Mit 30, 40 geht es vielleicht noch. Aber wenn man, sage ich jetzt mal so, 200 Millionen wirklich investieren möchte, dann könnte es schon schwierig werden aktuell. Dann habe ich mir noch zwei Goldkeeper geholt der alten Goldgeneration. Und die finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her auch vollkommen in Ordnung für die aktuelle Zeit. Ich habe wirklich versucht, nicht ganz so sehr auf diese Blase aufzuspringen und wirklich nur die Spieler zu kaufen, die ich mir vielleicht auch vor 5 Saisons gekauft hätte, wenn wirklich nichts Besseres auf dem Transfermarkt gewesen wäre. Und da finde ich diese Goldkeeper, die man ja eh schwierig bewerten kann, sowas gab es vorher noch nie, vollkommen in Ordnung. Ich könnte mir vorstellen, dass man den sogar für 2,30 verkaufen kann. Dann hätten wir hier unseren Gewinn gemacht. Das ist ein wirklich guter Goldkeeper, super EP-Wert. Und der ist für unseren Verein ja ganz wichtig. Man muss das immer mit der eigenen Strategie bewerten. Und der hier, den finde ich schwächer als den 180 Millionen Mann. Wir haben hier 40 Millionen Euro weniger gezahlt für einen Keeper, der aber auch wirklich um einiges schwächer ist, 2000 TP weniger hat. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her finde ich den oberen besser. Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis muss man sich aktuell einfach zu Herzen nehmen.
Denn dadurch kann man wirklich aktuell noch ganz gute Spieler finden. Es ist wirklich schwieriger geworden, finde ich. Verdammt schwer geworden, gute Trading-Spieler zu finden. Hier war jetzt mal ein guter Spieltag. Ich habe ordentlich eingekauft. Was sagt ihr zu den Spielern? Findet ihr die auch gut? Ihr könnt es hier gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde, ich habe da wirklich... Ich würde dem Ganzen eine 2 geben. Ein paar Highlights dabei, ein paar, die so, ja, so lala sind. Insgesamt vielleicht eine 2 im Einkauf. Und besser ist aktuell schwierig, finde ich. Wie sieht der Plan jetzt konkret aus? Die 17-5er spielen in den Abschlussfendis. Der Goldkeeper steht hier im Sturm. Und ja klar, aktuell noch nicht ganz perfekt, weil noch nicht alle 17-5er da sind. So sähe es dann aus. Der Stürmer bleibt dann vermutlich drinne. Hier im Tor nimmt also die 3 Grund-EP täglich mit. Und der Keeper wird noch rauswandern hier. Den lassen wir so mitlaufen. Ist eigentlich kein Problem. 17-6er kann man aktuell leider nicht einkaufen. Das wäre jetzt mein nächster Plan gewesen, mit 17-6er zu kaufen. Die stehen aktuell nicht drauf. Und wie gesagt, am 14. Spieltag werden die dann im Training sehr viel Erholung bekommen, damit die am 15. Spieltag dann das erste Lager in Auftrag geben können. Wir haben wirklich viele Lager durchzuballern. Das zeige ich euch jetzt noch und dann war es das zum heutigen Video. Dann sehen wir uns am Samstag im OFM-Livestream wieder oder am Freitag im Online-Liga-Livestream. Der wird dann meistens freitags stattfinden und wie gesagt zweimal in der Woche ein OFM-Livestream. Einer am Samstag und den anderen Tag muss ich mir mal noch überlegen. So, meine Freunde. Jetzt zeige ich euch noch die Extra-Lager. Wir haben hier Dänemark mit 60 EP, E-Sport-Turnier mit 60 EP, Work at Home mit 40 EP. Und das war's von den Lagern. Wir werden aber auch, glaube ich, noch eins bekommen. Können wir uns ja gleich mal anschauen. Wir haben Wales mit 160 DP. Wir haben Studieren mit 140 DP. Wir haben die Einkaufshilfe mit 120 EP. Und das war's hier soweit. Was bekommen wir noch hier bei der aktuellen Aktion? Wir haben das schon bekommen. Also hier werden wir noch was bekommen. In der letzten Stufe winkt dir ein Goldspieler. Okay, das ist ganz klar. Ich dachte, den bekommen wir hier. Und hier bekommen wir, in der 15. Stufe kannst du ein kostenloses Trainingslager in der Schweiz gewinnen. Es bringt dir 210 TP pro Spieler, richtig heftig. Das bekommen wir also auch noch dazu. Ja, meine Freunde, was meint ihr zu den neuen Spielern? Was meint ihr zu meinen ganzen Lagern? Das müsste doch eigentlich eine richtig coole Trading-Saison werden. Ich bin zumindest optimistisch. Nach langer Zeit bin ich nochmal ganz zufrieden mit meinem Trading. Ich hatte erstens nicht so viel Bock in der Vergangenheit, zweitens ist auch nicht immer so clever gemacht und jetzt bin ich wirklich nochmal ganz zufrieden, habe mir, finde ich, die richtigen Spieler rausgesucht. Wir sehen uns also am Samstag, meine Freunde. Macht's gut, habt einen schönen Tag und adios.